So, hallo und guten Tag. Wir freuen uns sehr, Sie hier zusammen begrüßen zu dürfen. Einige wenige von Ihnen kennen diese neuen Räumlichkeiten schon. Wir sind froh und dankbar, dass jetzt alles fertig ist, hoffen darauf, dass die Technik uns nicht im Stich lässt und freuen uns darauf, Ihnen eine ganz tolle Kollektion präsentieren zu dürfen und hoffen natürlich, dass sie Ihnen genauso gut gefällt wie uns. Ich übergebe das Wort an Pauline und an Matthias und wünsche viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, auch von Pauline und mir nochmal herzlich willkommen aus unserer neuen Location. Wir freuen uns wirklich sehr. Haben fleißig gearbeitet, darauf hingefiebert und freuen uns sehr, euch jetzt die Hausmesserartikel präsentieren zu dürfen. Der erste Artikel gleich, da kommen wir gleich zu. Der ist für einen späteren Zeitpunkt und alle anderen Artikel sind am Lager. Alle Artikel sind ab Freitag, den 17. Februar, bestellbar über den Online-Shop. Das Ganze läuft bis zum 26. Februar. Und ja. Ja, und wir laden Sie ganz herzlich ein, am Montag, den 20.02. bis zum Mittwoch, den 22.02. uns vor Ort besuchen zu kommen. Genau, genau. Da fehlen mir gerade die Worte, dass wir wieder einladen zum Hausmesser. Wir bauen das große Kollektionszelt auf für die Kunden, die im September bei uns waren. Die wissen was, wie groß und wie viele Modelle wir da immer ausstellen. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Julia von Nilsson und Pelle und Claudia von Kebadu werden auch in dem Zelt ausstellen und freuen sich natürlich auch, wenn sie da vorbeischauen. Und ja, wir freuen uns sehr, wieder aufmachen zu dürfen. Genau, ihr könnt dann natürlich durch die Gänge schlendern und stöbern und werdet sicherlich den einen oder anderen Artikel dann finden. Die ganzen Artikel, die wir euch gleich vorstellen, sind dann verfügbar. Und wie Pauline gerade schon gesagt hat, es ist einfach nochmal was anderes, wenn man wirklich die Modelle in dem Fall von der Herbst-Winter-Kollektion dann live sieht. Ihr könnt dann Bilder davon machen. Das sind einfach tolle Inspirationen und hat im September zumindest großen Spaß gemacht. Ja, also, Spaß gemacht. Nicht nur der Samstagabend, sondern das ganze Programm war, war alles toll. Es war alles toll. Ja. Und natürlich darf man nicht vergessen, die lagernden Artikel unserer Postmesse-Kollektion werden natürlich dann zum Einkaufen bereit. Genau, könnt ihr direkt mitnehmen. So, dann wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Und zwar ist das der Artikel Merino-Strick. Ist eine ganz neue Qualität bei uns im Haus. Die hatten wir in einer Freitagsbesprechung auf dem Tisch und da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Es ist wirklich ein ganz toller, weicher, softer Merino-Strick. Also reine Merino-Wolle ist ja trotzdem Schuhwolle, aber vom Merino-Schaf gibt es in 7 Farben. Ich drehe den Artikel noch einmal um. Hier seht ihr einmal die Struktur. Also es gibt 2 melierte Töne. Und der ist wirklich super soft, super weich, kratzt überhaupt nicht, ist atmungsaktiv, hält die Wärme einfach besser und ideal für Kleider, aber auch für Unterwäsche. Ich sehe den auch für Bodies im Kinderbereich, weil er halt eben überhaupt nicht kratzt. Und genau, gibt es wie gesagt in 7 Farben, 2 melierte Töne. Einmal hier die große Probe, das ist ja dieses melierte Beige und dann gibt es einmal ein meliertes Grau. Und dann die einfarbigen ist einmal dieses zarte Altrosa, einmal ein dunkleres Salbei, ein schönes Jeansblau, ein sehr schönes Marineblau und Schwarz. Genau. Ja, auch für Skiunterwäsche. Genau. Es ist auch super. Es ist atmungsaktiv. Ja. Und kann man super auch für Mountainbiker, die Outdoor-Sport machen, wenn es so kalt ist, vors Gesicht ziehen und dann mit Atemluft ein bisschen angewärmt, dass die kalte Luft nicht so durchströmt. Dafür nutzen auch ganz viele so einen Merino-Strick. Genau, das ist, ja, das ist einfach ein ganz toller neuer Artikel. Und richtig, richtig schön. Genau, dieser Artikel wird im Juni ausgeliefert. Das ist der einzige Artikel, der einen späteren Lieferzeitpunkt hat. Alle anderen Artikel, die wir euch gleich vorstellen, sind zur sofortigen Lieferung. Und wir machen direkt weiter mit einer neuen Qualität. Das ist der Artikel Sorea. Sorea ist ein Double Slub Musselin. Man kann hier diese schöne Slub-Struktur sehen, diese Leinenoptik. Ist ein, also
glatt, er krinkelt nicht nach der Wäsche. Also er bleibt wirklich so formstabil, läuft kaum ein. Und hier haben wir ganz, ganz viele Farben. Ein Naturton, Sand, Beige, ein richtig schönes, dunkles Altrosa, Aprikot und einen Rosaton. Und hier zeige ich noch einmal zum Vergleich, der ist wirklich auch rosa. Wenn man einmal den Naturton daneben sieht, das waren eher die gedeckteren Farben. Und hier kommen wir zu meiner Lieblingsfarbe, dieses schöne Grün. Auch sehr, sehr schön. Altmint. Rauchblau. Dieses wunderschöne Realblau. Jeansblau. Marine. Hellgrau. Mittelgrau. Und Schwarz. Und wir zeigen einmal, wie es aussieht, wenn der Artikel gewaschen ist. Hier haben wir einmal diesen nicht gewaschenen. Und hier sieht man direkt kaum einen Unterschied. Hier wurde er gewaschen. Er bleibt wirklich glatt und läuft nicht ein. Also hier ist gewaschen und hier ist nicht gewaschen. Richtig schöne, glatte Musselinqualität. Er ist auch ein bisschen dicker als der normale Musselin, also ein bisschen kräftiger im Griff, formstabiler für Kleider, für Tücher. Also man kann da so viele Sachen machen. Er ist nicht durchsichtig. Genau, ist ein bisschen schwerer als der normale Musselin, aber trotzdem fällt er einfach sehr, sehr schön weich. Und ich sehe da ganz tolle Projekte, also wirklich Kleider, Tücher, auch im Kinderbereich oder im Erwachsenenbereich, also sehr vielseitig einsetzbar. Und wer das Gekrinkelte oder das Gekräschte vom Musselin nicht unbedingt mag, hat so einfach einen glatten Artikel. Ist trotzdem dieser Double Gauze und diese Leinenoptik hat wirklich eine tolle neue Qualität. Wunderschön zusammen. Dieses Grasgrün und dieses Royalblau. Ist nice, ne? Ja, sehr gerne. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Das ist der Artikel Joy. Joy ist dieselbe Qualität, die Pauline gerade vorgestellt hat. Den haben wir auch bedrucken lassen. Gibt es in vielen unterschiedlichen Designs. Und zwar hier einmal cremefarbener Untergrund mit den Rehen. Dann darf natürlich auch ein Eukalyptus-Design nicht fehlen, ebenfalls auf cremefarbenem Untergrund. Dann hier einmal die grauen und beigen Zweige. Dann hier einmal dieses grafische Design in unterschiedlichen Blautönen, sieht so ein bisschen wie Pinselstriche aus. Dann haben wir hier einmal dieses Feen-Design. Hier im Untergrund ist so ein ganz zartes Rosa. Dann haben wir hier zwei florale Designs. Einmal cremefarbener Untergrund. Hiervon haben wir gleich auch ein ganz tolles Modell. Das zeigt Pauline dann gleich nochmal. Und einmal hier im Untergrund das Rosa mit Lila und Flieder. So, dann zwei maritime Designs, einmal hier mit den Walen, Delfinen und den Quallen auf cremefarbenem Untergrund und hier einmal mit den Schildkröten. Dann nochmal ein florales Design in zwei Farbstellungen, einmal hier grüner Untergrund und hier einmal dieses dunklere Flieder. Und hier einmal der Maulwurf auf cremefarbenem Untergrund. Hier kann man nochmal diese ganzen tollen Designs sehen. Und wir hatten ja gerade den Uni-Artikel, so leer. Und jetzt kann man auch mal sehen, dass man den auch wunderbar miteinander kombinieren kann. Der Naturton passt natürlich
zu den hellgründigen. Genau, oder hier jetzt dieser Salbeiton, der passt dann halt sehr, sehr gut. Aber es passen, letztendlich kann man die alle untereinander kombinieren. Ja. Puderrosa. Sehr, sehr schön. Ja. Tolle neue Qualität. Genau, und wie gerade angekündigt, zeigt Pauline jetzt einmal aus dem floralen Design ein Muster. Ja, hier haben wir einmal ein Sommeroberteil, was hier oben geknotet ist. Und hier kann man auch einmal sehen, dass es überhaupt nicht durchsichtig ist. Also es ist eine richtig schöne, feste Qualität, aber trotzdem leicht für Röcke und sowas oder Hosen finde ich es auch mega schön, weil man halt auch nicht durchsehen kann. Also da kann man sich ruhig eine kurze Hose, eine lange Hose, finde ich aber auch schön für Blazer. Also es ist wirklich eine Qualität, die vielseitig einsetzbar ist, weil sie glatt bleibt. Also sie bleibt wirklich so, wie Sie sie hier sehen. Genau, auch nach der Wäsche dann, ne? Wie wir gerade gezeigt haben. Ja. Ja, richtig schön. Ja, absolut. Eine schöne neue Qualität. Wir machen weiter mit Kansas, eine Baumwollwebware. Hier haben wir ganz viele verschiedene Ornamente. Alle passen untereinander zusammen. In Aprikottönen mit Natur. Hier haben wir zwei dunklere mit Blau, Aprikot und Natur auf Anthrazit. Und hier haben wir hellblau auf Natur, alle schön klein gemustert. Also kann man da auch, wenn Sie gleich sehen werden, richtig schöne Sachen mitmachen. Hier haben wir einmal Topflappen, das ist eine Tasse. Und die passende Teekanne dazu. Die finde ich super schön. Oder auch so kleine Geldbörsen. Da das Muster nicht so groß ist und alle untereinander aufeinander abgestimmt ist, kann man wirklich richtig tolle mitmachen und Patchwork-Decken. Und Matthias zeigt jetzt einmal eine richtig schöne Damenbürste. Genau, also Pauline hat ja gerade schon so kleine Utensilos und Topflappen und so weiter gezeigt, aber es ist halt wirklich diese schöne, weiche Qualität. Wir haben auch den Artikel Dotti, das sind ja diese kleinen Punkte, den kennen wahrscheinlich viele von euch und das ist ja auch eine Ware, die halt für Patchwork-Decken, für Utensilos, für Innenfutter, für Taschen und so weiter genommen wird, aber eben auch für Bekleidung, ob Kleider in, ja, für die Kinder, für die Einschulung oder Kommunion, Konfirmation, wie auch immer. Aber auch, wie gesagt, man sieht auch, es gehen auch Blusen daraus. Also richtig schick. Das finde ich auch so süß. Find's gut, ne? Ja, genau. Das ist ja gleich mein Tee auch schön. Das mache ich. Dann gefällt es dir. Dann gefällt es dir, ja. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar ist das der Artikel Annelie. Das Ganze ist eine reine Baumwolle, ist ein Seersack, also so ganz leicht gequetscht und hat einen ganz feinen Streifen. Ist beidseitig verwendbar, zeige ich dann gleich nochmal und gibt es in diesen sechs Farben. Und zwar einmal hier in Weiß, dann ein ganz zartes Rosa, Flieder, ein pastelliges Mint, dann einmal ein ganz zartes Türkis. Und hier sieht man es ganz gut beim Dunkelblau, wie gesagt, mit dem leichten Streifen, Ton in Ton, und man kann ihn wirklich beidseitig verwenden. Und aus dem genau, ja, kein Problem, kein Problem. Und genau, einmal aus dem Dunkelblau haben wir hier einmal die Hose. Und ja, ich sehe den auch für Kleider, nicht nur für Hosen, Blusen. Also es ist auch eine sehr vielseitig einsetzbare Qualität. So, jetzt kommt der Artikel Sanna. Sanna ist ein Baumwollchambray, richtig schöne Struktur, meliert, also diese Leinenoptik kommt hier super schön durch diese melierte Optik. Einmal Samt, Flieder, hellgrau, rauchblau, die Trendfarbe Royalblau. Marine, dunkelrot und schwarz,
nicht rot mache, den Artikel Marin. Das ist nämlich die weiße Variante. Und hier kann man auch diese schöne Struktur erkennen. Und hier haben wir einen kleinen Untersetzer draus und zwei kleine Täschchen, wo einmal Flieger und Dunkelrot verarbeitet wurde. Super schön. Kann man aber ideal für schöne Sommerhosen und so weiter nehmen. Ja, für Damenblusen, für ja. Männerhemden. Das ist eine richtig tolle, schöne Qualität. Richtig schön. Aber so ein bisschen den kleinen Charakter. Ja. Oder die kleinen Optik. Ja. So, der nächste Artikel ist der Artikel Simone. Ist eine Baumwollstickerei, wie man hier schon erkennen kann. Mit der Bogenkante, diese ist beidseitig, gibt es in fünf Farben. Einmal hier in dem dunkleren Mint. Flieder, auch den kann man beidseitig verwenden. Dann einmal ein zartes Aprikot. Weiß darf natürlich auch nicht fehlen. Und einmal ein helleres Gelb. Kommen wir zum Artikel Marlene, eine viskose Webware. Hier haben wir richtig schöne sommerliche Designs für Kleider, Blusen oder auch Tücher. Drei florale Designs, hier in richtig tollen Orange-Türkistönen. Hier haben wir pinke Töne mit Lila kombiniert. Und hier haben wir so einen Sonnenaufgang mit Palmen, also richtig schöne, warme Farben. Und Matthias hat ja auch ein sehr schönes Modell für den Sommer. Genau, hier einmal, ja, einfach ein tolles Sommeroutfit. Die Farben passen natürlich, dieser Jumpsuit. Und ja, zieht die Blicke an. Also es ist wirklich ein richtig ja, schönes Sommerdesign. Ich finde das Design sehr, sehr schön. Ich glaube, wir werden es noch mal sehen. Wir werden es heute noch mal wiedersehen, ja. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel, Artikel Marta. Marta ist eine Baumwoll-Elastan-Mischung, ist aber kein Jersey, sondern ein Stretch-Satin. Gibt es in unterschiedlichen Designs. Hier, das erste Design gibt es in zwei Farbstellungen. Untergrund einmal dieser Bordeaux-Ton mit Creme und einmal die Blüten Jeansblau mit Creme. So, das nächste Design gibt es ebenfalls in zwei Farbstellungen. Einmal hier dunkelgrüner Untergrund mit den roten Blüten und einmal weißer Untergrund mit den roten Blüten. Und Pauline hat schon angesprochen, da gibt es das Design, was wir gerade schon auf der viskose Webware hatten, nochmal auf dieser Qualität. Und genau, cremefarbener Untergrund mit den lila, pink und rosa Tönen. Und Pauline zeigt auch zwei Modelle dazu. Ja, hier haben wir einmal ein Oberteil kombiniert mit unserem Heike-Bündchen. Und hier haben wir ein Hemdblusenkleid. Ich finde nämlich auch total schön diese Qualität für Kleider, weil sie gibt halt unheimlich auch nach. Also sie ist wirklich nicht zu fest. Mal steht, glaube ich, davor. Also man hat hier wirklich viel Spielraum für Röcke, Blazer, Kostüme. Also man kann diese Qualität wirklich für alles benutzen. Hosen. Ja. Richtig, richtig toll. Machen wir weiter mit unserem Rip Jersey Mia. Hier haben wir fünf florale Designs auf hellem Untergrund, Aprikotfarben, Blüten, auf Mint, Schmetterlinge und Libellen. Ein sehr schönes warmes Design auf Natur mit Schmetterlingen, auf dunkelblau Zweige mit Blättern und auch auf Natur. Und wir haben diesen Artikel auch bei uns im Basic-Sortiment in Uni. Das ist der Artikel Marissa. Und den kann man natürlich wunderbar dazu kombinieren. Hier haben wir einmal diesen altrosa Töne, da haben wir auch zwei wunderschöne Töne dabei. Oder auch die Mint- oder Grüntöne. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Qualität. Für Shirts, Crop-Tops. Also ich sehe da auch Unterwäsche, Unterhemden. Richtig, richtig toll.
einmal Mia und einmal Marisa. Auch hier haben wir zwei Modelle. Einmal hier das schöne Kleid, aber auch hier dann der Zweiteiler mit Hose und Oberteil dazu. Aber wie Pauline gesagt hat, man kann natürlich auch sehr gut den Artikel Marisa dazu kombinieren. Und ja, ist auch gerade mit dieser Struktur und so weiter, hat man im vergangenen Jahr schon gesehen, dass jetzt einfach Artikel, die irgendwie eine Struktur haben, nicht ganz so glatt sind, dass die einfach sehr gefragt sind. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel, und zwar Artikel Mika. Mika ist ein Viskose-Jersey, gibt es in ganz unterschiedlichen Designs. Ich fange mal mit einem sehr sommerlichen Design an, cremefarbener Untergrund und mit diesen großen Blüten in wirklich richtig schönen knalligen Farben, in Rot, Orange und Türkis. So, dann hier einmal diese Leo-Optik, im Untergrund dann Aprikot und Orange mit dem schwarzen Leo-Muster. Dieses Design hat Pauline gerade schon mal auf der Viskose Webfahrer vorgestellt. Gibt es jetzt auch nochmal auf dem Viskose Jersey, auch nochmal ein richtig schönes Sommerdesign. Dann hier einmal die Kirschen, einmal auf weißem Untergrund und einmal auf einem ganz tief dunkelblau. Und das letzte Design gibt es auch nochmal in zwei Farbstellungen. Einmal roter Untergrund und hier einmal wieder dieses ganz tiefe dunkelblau mit Orange und Creme. Und Pauline zeigt aus dem Artikel auch nochmal ein Modell. Ja, hier haben wir ein ganz schlichtes Oberteil aus dem Viskose-Jersey. Wenn man jetzt hier eine weiße Hose noch zuträgt, dann steht das auf jeden Fall im Vordergrund. Dafür haben wir ja unsere Artikel der Seersucker oder auch der Chambray, den man da wunderbar zu kombinieren könnte als Hose. So, wir machen weiter mit unseren Lizenzstoffen. Das ist Sesamstraße, da haben wir wieder neue Designs. Hier haben wir zwei All-Over-Designs. Einmal das Krümelmonster aus Baumwoll-Jersey und hier einmal Elmo aus Rot. Und wir haben auch noch Kanäle dazu. Ich zeige einmal die Farbnummer für das Krümelmonster-Panel, die Farbnummer. Und wir zeigen einmal das Panel in voller Größe. 70 cm hoch, Baumwoll-Jersey. Und Matthias hat es auch vorhin einmal ausgemessen. Genau. Sind 55 cm. Das ist einmal hier und dann, Pauline sagt ja gerade, 70 cm, drei Motive nebeneinander. Ja, also drei Motive. Auf 70 cm. Genau. Dann zeige ich jetzt einmal die Farbnummer für das Panel von Elmo. Hier haben wir einmal hier Baumwoll-Jersey 70 cm Panelhöhe. Und auch hier zeigen wir einmal Genau, gleiches Maß, wieder 70 cm hoch und drei Motive nebeneinander. Und wir hatten ja auch vorhin die beiden All-Over-Stoffe und hier kann man natürlich als Kombistoff, weil man hat ja diese drei Motive, kann man super den Kombistoff dazu kombinieren. Sagt ja, der Name, ne? Sagt der Name. Kombistoff kann man kombinieren. Und das Gleiche geht natürlich auch beim Krümelmonster. Dann kommen wir zu zwei etwas gedeckteren Paneelen der Sesamstraße. Ernie und Bert. Ja, einmal ist die Farbnummer für das schwarze Panel. Und auch das zeigen wir einmal in voller Größe.
Das ist, ich glaube, 80 cm. Ja. Ja. Also die beiden, wo drei drauf sind, sind 70 cm hoch. Und hier, wo ein Motiv drauf ist, die sind 80 cm hoch. Da haben wir einmal den Schriftzug, der natürlich auch zu uns passt. Absolut. Teamwork makes the dream work. Also da müsste eigentlich jeder hier von Swarfing ein T-Shirt rausbekommen. Ja, neue, neues Team-Outfit. Ja, für die Kölnmesse. Für die Kölnmesse. Für abends, dann? Für abends, ja, natürlich. Und dann machen wir weiter. Wo entstehen immer neue Ideen, ne? Ich finde es super. Ja. Und das letzte Panel der Sesamstraße, auch Ehrenwert mit dem gleichen Schriftzug. Kann man sich sogar noch aussuchen, welches man möchte. Hier ist einmal die Farbnummer fürs Rote. So. 80 cm hoch, hat hier kleine Punkte. Genau, war gerade bei dem Schwarzen auch so wirklich so ein. Auch so toller für Ärmel und so weiter. Also ja. Ist ein toller Kombistoff. So leicht geschuntet. Ja. Bitte schön. So, weiter geht's mit Artikel Fiete. Fiete gibt es in vielen unterschiedlichen Designs. Alle, die wir jetzt nach und nach zeigen, haben diese graue Fließabseite. Das Ganze ist natürlich ein Dynano-Softshell. Fangen wir mal an mit dem Anker-Design. Gibt es in drei Farbstellungen. Und zwar einmal hier Altrosa mit Creme. Dann ein schönes Marineblau mit Creme. Und einmal ein schönes Rot mit Creme. Und hieraus zeigt Marlene euch jetzt mal ein paar schöne, tolle Modelle. Ja, hier haben wir einmal eine richtig schöne Softshell-Jacke. Richtig toll, hier oben nur geknüpft und hier etwas weiter gefüttert mit Vanessa in Natur. Und natürlich kann man auch aus Softshell so wunderschöne Kulturtaschen machen. Das ist mittlerweile auch wirklich ein Artikel, der nicht nur für die Jacke genommen wird, sondern für Buddelhosen, Overalls, Taschen, Kissen. Vielseitig. Absolut, sehr, sehr vielseitiger Artikel, der sich sieht kein Wind durch. Genau, genau. Richtig schön. Schöne Ware. Und halt auch für Jung und Alt. Ne? Also wirklich im Kindergarten nicht viele Kinder. Ich habe gesehen, aber einfach eine Modelhose oder so. Es über die Jeans drüber und schon. Ja. So. Weiter geht es mit dem nächsten Design. Gibt es in einer Farbstellung. Und zwar einmal hier auf cremefarbenem Untergrund mit dem roten Papierschiffchen. Und Pauline steht schon parat mit dem nächsten Modell. Magic. Und hier haben wir einmal eine Softshell-Jacke, abgenäht hier an der Seite mit Taschen. Und man muss diesen Artikel auch nicht füttern, durch diese schöne graue Fließabseite ist es auch kuschelig von innen. So, das nächste Design, wieder ein maritimes Design mit den Wellen im Hintergrund und dem Anker, gibt es in drei Farbstellungen. Und zwar einmal ein etwas kräftigeres Rot, dann dunkelblau. Und hier einmal ein wirklich richtig leuchtendes Gelb mit den blauen Wellen und dem blauen Anker. Und Pauline zeigt wieder ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein Overall. Richtig schön, wenn man noch an kalten Tagen am Strand spazieren geht und die Kinder wollen ein bisschen im Sand buddeln. Also super schön geschützt, richtig toll. Richtig vielseitig einsetzbar. Es geht halt wirklich kein Wind durch, wasserundurchlässig durch die Membran. Ja. Richtig schön. So, das nächste Design ist ein florales Design. Heller Untergrund und dann mit den großen Blüten hier in rosa, Aprikot und pink. Und auch hier zeigt Pauline ein schickes Modell. Ja, hier haben wir mal einen Rucksack. Kombiniert mit unserem Rex Kunstleder. Also zwei Qualitäten hier super schön zusammen vereint. Und hier kann man auch sehen, dass man diesen Softshell auch wunderbar absteppen kann. Richtig schön glatt. Also hier kräuselt sich wirklich nichts und auf der Rückseite auch nochmal. So,
Auch hier gibt es dann natürlich ein Eukalyptus-Design, cremefarbener Untergrund und mit den ganzen unterschiedlichen grünen Salbeitönen. Genau. Zeigt Pauline jetzt auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir wieder einen Mantel. Hier wurde ein Gummizug eingenäht. Und richtig schön finde ich, ich zeige es erstmal hier, dass hier unsere Heide vernäht wurde als Innenfutter, unser Fahnentuch, was wir auch im Basic-Sortiment haben. Und das blitzt wieder noch hier aus diesen, also diese Details sind wirklich wunderschön. Wie kann man eine Tasche so schön machen? Ich finde es richtig toll. Hier blitzt dann noch Heide ein bisschen raus. Da sind dann so kleine Akzente einfach. Ja, ich finde es total toll. Ja. So, dann noch ein florales Design. Hier ist der Untergrund so ein bisschen schön beige gehalten. Und hier dann mit den Blüten dann in unterschiedlichen Farben mit Grün, Lila und Rosé. Und Pauline hat mal wieder was vorbereitet. Und schnell umdekoriert. Wir haben ja auch eine richtig tolle Tasche. Gar nicht gefüttert. Wir haben ja diese schöne Fließabseite. Und hier einmal diese tolle Jacke. Richtig schick. So, das nächste Design gibt es in meiner Farbstellung. Weißer Untergrund mit den Blüten. Etwas größer und etwas kleiner. Genau, und dann hier auch wieder viele verschiedene Farben. Und auch hier hat Pauline nochmal wieder was vorbereitet. Geht schnell. Ja. Ja, wieder eine ganz schlichte Jacke mit farblich abgesetztem Reißverschluss. Hier wieder schön abgesteppt. Und da bekommt man noch Lust auf Softshell. Total. Und wir haben wirklich zur Hausmesse diesmal eine riesige Auswahl, weil das einfach der Artikel ist, der wirklich gefragt ist. Er lässt sich leicht nähen. Also wenn man da, man hat erst Angst vor, aber es ist wirklich ganz, ganz leicht zu verarbeiten. So, das nächste Design gibt es in drei Farbstellungen. Der Regenbogen mit den Sternen hier, einmal cremefarbener Untergrund, dann einmal dieser Meereton und dunkelblau. Und Paulina hat auch da was vorbereitet. Ja, hier eine super niedliche kleine Jacke. Also hier kann man auch sehen, dass das Design überhaupt nicht groß ist. Also für so, also man mit meiner Hand. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Jacke. Oder, wie vorhin schon gesagt, diese coolen Buddelhosen. Richtig cool. Die Kinder müssen sich nicht groß umziehen, einfach drüber. Ist mit Bündchen ohne Knöpfe. Kann jedes Kind anziehen. Genau, ganz schön. Schlüpft einfach so rein und ja. Kann danach noch schick ausgehen. Trotzdem. Ja, trotzdem. So, dann nochmal ein florales Design. Hier im Hintergrund ist ein Cremeton und dann hier kann man auch ja, viel zu kombinieren. Und auch hier hat Pauline ein Modell dazu. Ja, hier haben wir wieder ein Overall. Hier ist die Kapuze einmal mit reflektierenden Streifen abgesetzt. Auch für jede. Auch hier ist es ganz einfach reinzuschlüpfen. Ja. Weil es wirklich dann nur der lange Reißverschluss ist. Und richtig schönes Material abgesetzt mit Vanessa in Flieder. So, dann einmal hier die Kirschen auf schwarzem Untergrund. Ist ein richtig schön leuchtendes Rot. Und sieht man jetzt auch wirklich bei dem Modell, was Pauline euch jetzt zeigt. Ja, ist auch einfach so in den Kuppern. Ja, hier haben wir die Jacke oder Mantel. Es ist ja eher ein Mantel. Richtig schön. Ja. So, ich mache mal weiter mit dem nächsten Design. Und zwar dunkelblauer Untergrund mit den roten Erdbeeren. Genau. Und dann zeigt Pauline nochmal wieder was dazu. Ja, jetzt geht es weiter. Also hier auf einmal so ein Overall mit dem diagonalen Reißverschluss und unser Bündchen Heike in dem schönen Hochrot. So, und das letzte Design von dem Artikel Fiete ist einmal dieses Leo-Design, roséfarbener Untergrund mit den schwarzen
mit dem schwarzen Melo-Muster. Hier haben wir zwei ganz tolle Modelle. Da sieht man auch, wie toll man Software wieder. Oh, ich sehe schon, die bereiten weiter vor. Also es sind drei schöne Modelle. Genau, Pauline, zeig dir das mal. Also hier muss ich einfach mal sagen, das ist mein absolutes Lieblingsdesign, was wir zur Hausmesse haben. Also ich bin da total hin und weg, deswegen mussten es auch drei Modelle sein, die wir hier zeigen. Es ist wirklich für jung und alt, dieser zarte Aprikoton mit dem Leo-Print in dieser Watercolor-Optik, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin da total begeistert von. Hier haben wir einmal einen Mantel oder auch eine Weste, abgesetzt mit unserem Rippbündchen Tessa. Und hier haben wir auch nochmal eine richtig coole Tasche. Also ich bin total begeistert von dem Design. Liebe es. Ehrlich? Soll ich nochmal sagen? Wir stimmen ja freitags immer ab, wenn neue Designs aufgenommen werden. Verrate ich nicht. Nee, aber das ist dann einfach, das macht es ja auch dann immer aus, finde ich. Wenn wir dann freitags zusammensitzen und dann wird abgestimmt. Und das Tolle ist eigentlich, wenn man dann versucht, wenn es dann irgendwie eine Pattsituation, die es natürlich bei uns auch gibt, und dann versucht man den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin zu überzeugen, dass das der richtige Artikel ist, und da war auf jeden Fall Pauline vorne dabei, und es ist, glaube ich, toll, dass ich nicht mache, aber die hat keine andere Meinung zugelassen. Genau, brauchen Sie nur diesen Artikel. Nein, aber das ist wirklich, das macht schon Spaß, ja, also, wenn wir da wirklich mit allen Vertretern, auch aus Deutschland oder auch im Ausland, und dann mit dem Einkauf da zusammensitzen und man guckt dann wirklich tolle neue Qualitäten für euch auszuwählen, auszusuchen, und man merkt dann einfach später, ob es jetzt ankommt oder weniger ankommt, und dass man die Kunden dann auch dafür begeistern kann. Also das ist schon, macht schon Spaß. Genau, ja, total. Ja. So, nicht zu viel aus der Firma jetzt. Stellen wir neue Designs vor. Es kommen jetzt so ein ganz paar Musselins. Ja, genau. Ganz schnell hintereinander. Ganz schnell hintereinander. Deswegen teilen Pauline und ich uns die auf, weil es doch ein, zwei mehr sind. Aber auch das ist ja einfach so ein ganz Jahresartikel mittlerweile geworden. Und die Modelle bleiben übrigens die ganze Zeit davon stehen. Also. Genau. Genau, bis der Artikel weg ist. genau, wir machen weiter. Ja. Fangen wir an mit Thea. Hier haben wir die Feen auf Natur. So, das nächste Design Eukalyptus darf natürlich auch auf Musselin nicht fehlen. Einmal hier das etwas größere Muster mit dem Eukalyptus und dann hier einmal das etwas kleinere. Hier haben wir einmal auf Natur die Hanfblätter auf einem, also die Hanfblätter sind in dunkelgrün, auch nicht groß. So, dann hier einmal ein Rosendesign auf cremefarbenem Untergrund. Wir haben Regenbögen mit Sternschnuppen und einen Mut. So, dann einmal hier die Dreiecke, so ein bisschen Watercolor-mäßig, und dann die unregelmäßigen Punkte. Auch viele Farben kann man natürlich auch sehr gut den Jenke zu kombinieren, also den einfarbigen Musselin. Und genau, hier sind dann ganz unterschiedliche Farben zu sehen. Hier haben wir zwei florale Designs, einmal ein etwas größeres Blumenbouquet in Flieder und Blau, und hier einmal Blätter mit Zweigen. So, dann hier einmal dieses Regenbogen- oder Batik-Design. Und dann hier auf cremefarbenem Untergrund die unterschiedlich farbigen Dreiecke. Hier haben wir die Dinos mit den Regenbogen und Blümchen in einem Regenbogen-Design. Hier einmal ein Dino-Design, sehr grün gehalten, cremefarbener Untergrund, und auch nochmal mit dem Regenbogen. Hier haben wir ein Schaukelpferd, und da Matthias ja gerade von Lenke gesprochen hat, oder Musik im Basic-Bereich in Uni.
kann man auch mal sehen, wie toll man das miteinander kombinieren kann. Ganze Farben, die wir haben. Wie ist so weiter, genau, perfekt. Genau, dann einmal hier dieses Flamingo-Design, wieder cremefarbener Untergrund mit den unterschiedlichen Grüntönen. Hier haben wir einen Blumentöpfer auf Natur. Dann hier einmal das Chevron-Design, gibt es in zwei Farbstellungen, einmal in Rosé-Pink gehalten mit Creme und einmal hier die Minttöne mit Creme. Und da sieht man auch wieder, wie schön man das kombinieren kann. Und der Jenke ist ja immer ab Lager verfügbar, also den könnt ihr dann jederzeit bekommen. Hier haben wir Erdbeeren auf Natur. Dann einmal die unregelmäßigen Herzen, also einmal groß und kleine. Und hier einmal die Sterne. So, hier kann man jetzt jede Farbe zu kombinieren. Hier haben wir einmal bunte Blümchen, ein buntes, gesprenkeltes Design und Seifenblasen. Hier einmal dieses Lavendel-Design. Auch da sieht man, wie perfekt dann, ob das Flieder oder Lila, wie gut die dazu passen. Hier haben wir einmal den Wal mit Anker und Punkten. Dann hier einmal das Design mit den Fahrzeugen, ob es jetzt ein Baufahrzeug, ein Trecker ist oder ein normales Auto. Schönes normales Auto. Ja. Und hier haben wir eine Unterwasserwelt mit Schildkröten. Und hier einmal das Seepferdchen mit kleinen Quallen. Und das letzte Design von Artikel Thea wieder auf cremefarbe und Untergrund mit dem Regenbogen, der Wolke und der Giraffe. Ja, und Roseline ist mittlerweile, ja, ist ja heute schon drüber, auch so ein ganz Jahresartikel geworden, der gar nicht nur zum Frühjahr, sondern auch für mittlerweile viel im Bekleidungsbereich genommen wird. Also ich habe es letztes Jahr wurde es sehr, sehr viel in der Konfektion auch gesehen. Kleider, Oberteile. Früher war es immer nur das Tuch, aber das ist es einfach nicht mehr. Das ist wirklich im Kinderbereich, auch Bodys sind natürlich auch Spucktücher und so weiter. Aber einfach ein ganz toller, ja, ganz Jahresartikel. Einfach eine Leggings und diese lange Bluse drüber. Genau. Und vor allen Dingen, ich muss es dir mal zeigen, diese Farben sind auch wirklich, also für den Damenbereich, richtig, richtig toll. Dieses Grün und dieses Royalblau, eine schwarze Leggings. Das ist wirklich gut. Ja, also die beiden unten, wir haben den Softshell wieder in den Hintergrund gepackt. Der ist auch, wobei ich finde den auch schick. Das Beste bei den Gesprächen ist dann ja, wenn der Herr Farbig dann sagt, ihr dürft jetzt 10 Farben aussuchen und dann sind es dann 10 Farben, aber dann kommen dann halt noch ja so 5 Basic-Farben, braucht man dann ja auch irgendwie. Ja. Also es macht wirklich... Das ist immer die gute Mischung. Es macht schon Spaß, ja. So, weiter geht's. Genau, der nächste Artikel ist der Artikel Aura. Das Ganze ist ein French Terry. Gibt es in zwei unterschiedlichen Designs. Und zwar einmal dieses globale Design. Hier im Untergrund gibt es Aprikot mit Dunkelblau und dann einmal dieses Leo-Design. Ja, einmal rausnehmen. Jetzt. Ja, genau. Einmal das Leo-Design gibt es einmal hell und dunkelgründig. Genau, ist so ein bisschen wie so ein Farbverlauf und genau, ganz unterschiedliche Lila, Pink, Blautöne. Und dann einmal hier das Dunkelblau. Und aus dem zeigt Pauline euch jetzt auch nochmal ein Modell. Ja, hier haben wir einen ganz, ganz tollen Pullover. Und hier kann man auch sehen, dass dieser Farbverlauf überhaupt nicht groß ist. Also man kann da wunderbar mit spielen. Man kann da auch Crop-Tops draus machen. Also hier kann man einmal sehen, das ist wirklich also eine Handbreit vernäht mit unserem Bündchen Heike in Schwarz.
Dann kommen wir zu unserem Baumwoll-Jersey Jesse. Hier haben wir ein buntes Leo-Design. Einmal den Wal auf dunkelblau. Hier haben wir einmal das Lama. Und hier haben wir die Taube mit der Schriftrolle. Und hier sind wir noch Federn und Zweige. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Artikel Aaron. Aaron ist ein Baumwoll-Jersey. Gibt es in drei unterschiedlichen Designs. Sind alles korale Designs. Einmal hier der cremefarbene Untergrund. Dann hier ebenfalls cremefarbener Untergrund mit den unterschiedlichen Apricot-Tönen. Und hier einmal ebenfalls cremefarbener Untergrund mit den Blüten. Und aus diesen Designs hat Paulina auch jeweils ein Modell dazu. Ja, hier haben wir einmal zwei Kleider und ein Oberteil. Und ich wollte einmal zeigen, wie man das aber auch als Innenfutter für die Overalls nehmen kann, wenn man für sein Kind ein Overall näht und unseren Artikel Naomi oder auch Naomi Melange dafür verwendet. Passt das farblich nämlich wunderbar. Ich zeige es einmal dichter. Wenn ich jetzt hier einmal diesen Beereton, also da kann man schon wunderbar mit spielen und das sieht richtig toll aus, weil es ein weißer Untergrund ist, kann man das super kombinieren und es wirkt überhaupt nicht zu viel. Weiter mit Joris, auch ein Baumwoll-Jersey und da haben wir uns bei unserer Baumwoll-Wegware Dotti inspiriert, dass es auch alles zusammenpasst. Hier haben wir jetzt viele schöne bunte Punkte in rosa mit pink, rosa mit altrosa, dann dunkelrot mit altrosa, lila mit Flieder, rot mit dunkelrot, orange mit rot, grün mit dunkelgrün, altmint mit mint, petrol mit petrol, dunkelblau mit einem mittelblau, der Klassiker schwarz und weiß und schwarz und anthrazit. Genau, wir haben noch mal was vorbereitet. Also es geht natürlich nicht, Pauline und ich, wir schaffen das nicht alleine, also es sind hier schon ein paar fleißige Hände im Hintergrund. Genau, und hier sieht man einfach, wie vielseitig der Artikel einsetzbar ist, ob es für Kinder ist oder auch im Erwachsenenbereich, ob für Kleider, für Oberteile, ist auch einfach ein sehr vielseitiger Artikel. Und genau, wir haben uns natürlich auch was dabei gedacht, dass wir den Artikel Dotti, also die Baumwoll-Webware, jetzt auch auf Jersey haben. Genau. Zu dem Artikel, hier unten kommen wir gleich, aber hier kann man auch mal sehen, wie toll, wenn man wirklich ein Outfit farblich abstimmen möchte, das ist der Artikel Dotti, magst du einmal so? Ja. Kann ich nämlich einmal... Was steht denn da drauf? Mara, ja. Oh, das ist aber auch ein schöner Name. Finde ich wunderschön. Wunderschön. Und hier haben wir einmal Dotti und das ist Joris. Also hier halte ich sie noch einmal nebeneinander, also hier kann man auch sehen, wie toll das zusammenpasst und dass man wirklich das Einschulungsoutfit mit der Schultüte abstimmen kann. Hier haben wir unseren Wabentüll verwendet, haben wir zwei verschiedene Farben miteinander kombiniert, damit das auch alles farblich passt. Und diesen Artikel zeigt Matthias jetzt. Vielen Dank, gute Überleitung. Genau, wir kommen zu Artikel Tom. Tom ist eine Baumwoll-Webware und gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Designs. Genau, also ist auch der Grundware von dem Artikel Dotti, den viele von euch kennt. Und zwar fange ich mal an mit dem Lavendel-Design. Gibt es drei unterschiedliche. Hier vorne ist einmal der Schmetterling dann auch noch bei den ganzen Lavendeln zu sehen. Dann einmal nur die Lavendel und hier dann auch nochmal das Lavendel-Design.
Dann die Schultüten-Designs, einmal mit den Buntstiften, dann hier einmal mit dem Globus, dem Fußball, der Tafel, genau, auch ein ganz tolles Schultüten-Design. Und hier einmal die Zahlen und die Buchstaben oder auch für die Duis und so weiter, irgendwo da doch wieder sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ja, dann darf natürlich Fußball nicht fehlen. Da haben wir zwei unterschiedliche. Einmal hier auf dunklem Untergrund mit dem Schriftzug Football. Und hier dann einmal grüner Untergrund mit den Fußbällen. Dann hier einmal auf dunkelblauem Untergrund diese etwas größeren Wolken oder Regenwolken. Und einmal schwarzer Untergrund mit den Einhörnern. So, das nächste Design oder die nächsten Designs gibt es jeweils in zwei Farbstellungen. Einmal hier der helle Untergrund mit dem Regenbogen, der Regenwolke. Dann hier passend dazu nur die Regenwolke. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in dunkelblau. Hier der passende kleine dann dazu. Haben wir hier drei unterschiedliche Dino-Designs. Einmal hier schwarzgrundig. Nochmal schwarzgrundig. Und dunkelblaugrundig. Hier nochmal was Florales, jeweils auf hellem Untergrund. Ja. Genau. Passt dann auch nochmal, ja. Super. Ja. Dann hier einmal auf hellem Untergrund die Wassermelone. Dann haben wir hier einmal was mit Tomaten, Brokkoli, Gurken. Dann nur die Tomaten. Und einmal die Möhren. Einmal die Möhren, genau. Und oder Korn. Und zu guter Letzt einmal das Bienendesign, gibt es einmal auf hellem Untergrund und dann einmal auf den Farben. Dann kommen wir zu unserem Canvas Ilana. Hier haben wir drei Serien, die farblich aufeinander abgestimmt sind. Hier einmal diese Altman-Serie mit dem Eukalyptus, passende Sprenkel und in einer Watercolor-Optik verwaschene Streifen. Sieht aus, als wenn eine Tinte verlaufen ist. Dann haben wir diese Serie. Hier haben wir abstrakte Blätter. Blumen, alles in so einem ganz, ganz zarten Ton gehalten. Und Ornamente. Und auch diese vier Designs sind farblich aufeinander abgestimmt. Blumen, Ornamente, Ton in Ton. Und einmal diese weißen Blumen auf hellblau. Und hier haben wir auch noch einmal eine wunderschöne Tasche. Ich zeige sie mal hier vorne. Eine richtig tolle Tasche, gefüttert mit unserem Artikel Kelvin in Natur. Also den kann man auch wunderbar als Kombistoff nehmen. Das ist unser Uni-Canvas, den wir im Basic-Sortiment haben. Also da kann man wirklich total spielen mit den Farben. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Das ist der Artikel Valentin. Das Ganze ist ebenfalls ein Baumwoll-Canvas. Gibt es in drei unterschiedlichen Designs. Ich fange mal an mit dem ersten Design. Und zwar wieder dieser Regenwolke, die wir gerade auch schon auf der Baumwollwebware hatten. Und zwar einmal dunkelblauer Untergrund. Und hier einmal auf weißem Untergrund. So, das nächste Design gibt es in zwei unterschiedlichen Größen. Und zwar Beach Life ist der Schriftzug hier.
Der ist von beiden Seiten sichtbar. Das zeigen wir gleich auch nochmal. Und also da muss man jetzt nicht unbedingt darauf achten, wie man die Tasche verarbeitet oder was man auch immer Schönes daraus machen möchte. Und genau, gibt es einmal, dies hier ist der kleinere Schriftzug. Das sind circa 3 cm. Das Ganze gibt es dann aber auch nochmal, also gleiches Design, gleicher Schriftzug, in groß und das sind circa 7 cm. Und Pauline und ich zeigen das jetzt aber auch nochmal. Also ich habe hier einmal eine wunderschöne Tasche, bestückt mit Nelson in den passenden Farben. Also man kann sich seine passende Strandtasche mit passendem Bademantel oder Handtuch direkt dafür machen. Da haben wir auf jeden Fall die passenden Farben da. Und hier kann man auch nochmal sehen, wie toll man mit dem Henkel spielen kann. Hier wurde einfach eine Farbe ausgeschnitten und auf den Henkel gesetzt. Das ist unser Kunstleder Rex. Und hier haben wir das kleinere Design und es ist eine Wendetasche. Weil hier drin, hier kann man es ein bisschen sehen, ist dann das Große, je nachdem, was man mag. Ja, also richtig, richtig tolle. Ja, sehr, sehr schöne Farben. Ja. Genau, Pauline zeigt jetzt einmal noch das kleinere Design. Wie gesagt, das sind circa 3 cm und das sind circa 7. Und man kann es, glaube ich, jetzt auch gut erkennen. Wie gesagt, das ist einmal... dass man von oben oder egal wie man guckt, genau. Man kann es halt immer lesen. Man kann beim Zuschnitt da nichts falsch machen. Genau. Da muss man nirgendwo drauf achten. Und man kann Super Kelvin dazu nehmen. Der Uni kann was, genau. Da haben wir die passenden Farben auch in unserem Basic-Sortiment da. Also wirklich, das ist ein richtig, richtig toller Artikel. Ich mag den total gerne. Und dann kommen wir zu unserem Designerstöffchen von Christiane Zielinski. Hier haben wir ein Baumwoll-Jersey, der Artikel Zilli. Einmal ein richtig schöner Bauernhof, ganz schlicht gehalten, überhaupt nicht zu bunt. Also ganz, ganz tolle Tiere, detailgetreu gezeichnet. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Hier haben wir Dinos, auch wieder ganz schlicht gehalten, erdige Töne, kann man auch super mit unserem mit unserer Naomi-Wolle kombinieren als Innenfutter. Und hier haben wir einmal die Kätzchen, einmal gestreift, also naturgestreift und einmal beige gestreift, auch ganz, ganz niedlich gezeichnet. Ja, und hier haben wir auch zwei ganz tolle, süße Modelle. Genau, hier einmal hier oben dann mit dem Vanessa Melange kombiniert und dann einmal dieser Plot mit Miau. Das passt natürlich perfekt zu diesem Design. Und hier dann auch nochmal die passende Hose dazu. Also wirklich richtig schöne, zwei ganz tolle Modelle. Einmal mit unserer Naomi-Wolle. Hier unten die erdigen Töne. Also das passt wirklich richtig gut in die falsche Richtung. Das kann man wirklich super kombinieren. Ja. Vor allem mit einer Melange sieht das sehr, sehr schön. Ja, da fügt sich diese Melange-Töne, also ich mag die Unis auch, aber die Melange-Töne fügen sich einfach nochmal ein bisschen mehr an und kann man nochmal ein bisschen, finde ich zumindest, ein bisschen besser kombinieren. Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel, ebenfalls von Christiane Zielinski, Artikel Chrissy. Das Ganze ist wieder dieser Double Slap Roselin, also den wir ganz am Anfang gezeigt haben, wo es ja den Einfarben gab, den Artikel Sorea oder die gemusterten Joy. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, von Christiane Zielinski, Artikel Chrissy. Gibt es in unterschiedlichen Designs. Das erste Design gibt es in zwei Farbstellungen: einmal cremefarbener Untergrund mit diesen Blüten und einmal ein ganz schönes, zartes Rosé. Dieses Design gibt es in einer Farbstellung, auch wieder mit den Blüten. Auch hier wieder ein ganz zartes Rosa im Untergrund. Dann hier einmal dieses Bauernhof-Design auf cremefarbenem Untergrund. Und das letzte Design gibt es wieder in zwei Farbstellungen mit den Dinos und dem Vulkan hier. Einmal auf einem ganz schönen Mint im Untergrund und einmal
dem. Und Pauline zeigt nochmal ein Modell dazu. Ja, und jetzt haben wir einmal die Double Slap Qualität als Bekleidung vernäht, also hier für kleine Kinder. Man kann wunderbar fein damit arbeiten, wie man hier an den Ärmelchen sieht, und natürlich auch passende Haarbänder von machen. Dann ist der Knoten nicht ganz so dick, dann drückt es nicht so. Und hier wieder kombiniert mit Vanessa in beige meliert. Ja. Ja, das war's dann von uns beiden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, alle Artikel sind ab Freitag 9 Uhr über den Online-Shop bestellbar, also den 17. Februar. Das Ganze oder die Online-Aktion läuft dann bis zum 26. Februar. Ab Montag, dem 20. bis zum 22. Februar seid ihr herzlich nach Norton eingeladen, um wirklich durch die Regale zu stöbern, den direkten Austausch miteinander zu haben, euch die Heft-Winter-Kollektion anzuschauen, anhand der ganzen Modelle und so weiter, was wirklich, finde ich, nochmal ein toller Mehrwert ist. Und man kann auch super schon Fotos machen und die später benutzen, wenn man die Artikel gekauft hat. Das machen auch ganz, ganz viele Kunden von uns. Die sammeln dann da schon die ganzen Bilder, speichern sich das ab und können dann darauf zugreifen, wenn sie die Artikel gekauft haben oder nutzen es hier und da auch schon für den Endkunden, um dem zu zeigen, also dass ihr eurer Kundschaft schon zeigen könnt, das kommt, das haben wir eingeteilt, wie kommt es bei euch an, oder auch, wenn man sich bei dem einen oder anderen Artikel vielleicht ein bisschen unsicher ist, dass man da seine Kundschaft auch mit ins Boot holt und einfach fragt, hier, ist das ein Artikel für euch oder ist das ein Artikel für euch, und die Möglichkeit habt ihr dann auch nochmal, zumindest Herbst, Winter in Köln, genau, vom 31. März bis zum 2.4. Genau, wenn Sie Tickets brauchen, melden Sie sich einfach bei uns oder bei Ihrem Außendienstmitarbeiter direkt, wenn er Sie in der Woche besucht. Also überhaupt kein Problem, wir haben genügend da. Genau. Wir laden Sie recht herzlich ein, zu kommen. Ein Ticket gilt immer für alle 3 Tage, also keine Scheu. Sie müssen ja nicht Freitag unbedingt erscheinen. Sie können auch Samstag oder Sonntag kommen oder Sie kommen Freitag bis Sonntag und kommen zu besuchen. Genau. Und wenn Sie 2 oder 3 Tickets brauchen, einfach ansprechen, ist kein Problem. Wir freuen uns drauf, und auch dieser Austausch macht einfach immer großen Spaß. Und dieser Messeflair ist einfach. Wir zehren jetzt nur von 2022. Ja, man muss es einfach sagen, da haben Sie uns überwältigt. Wir waren überglücklich. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es hat im September richtig Spaß gemacht mit Ihnen. Und das geht jetzt weiter 2023. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, und wir bedanken uns natürlich auch wieder bei unseren Community-Teams. Also wir haben da so viele Modelle. Also wir haben jetzt schon so viele Modelle, die wir schauen, das ist der Wahnsinn. Und das, was wir hier immer ausstellen dürfen, das wäre wirklich ohne euch nicht möglich. Ja, also riesen Dankeschön. Ja, und man kann sich auch auf noch was Neues, also wir haben ein bisschen was umgestellt. Wir stellen dann auch zur Hausmesse unser neues Waffenmagazin vor. Also es wird kein Lookbook mehr geben, sondern wir haben ein Magazin daraus gemacht, wo alle Stoffe der Kollektion enthalten sind mit den Schnittmustern, und dann haben Sie ein richtig tolles Magazin. Das finde ich einfach nochmal eine Erweiterung, aber es ist einfach nochmal moderner, wirklich schick. Einfach mal wagen, einfach mal was Neues machen, ausprobieren, und wir hoffen, dass es bei Ihnen gut ankommt. Und wir sind für Verbesserungen immer offen. Einfach Bescheid sagen. Ja. So, das war's von uns. Wir haben noch geredet. alles Gute und wie gesagt, bis ganz bald. Bis zum 20. Genau. Tschüss. Tschüss.